So, ich hoffe, jetzt klappt alles so, wie ich das vorhab. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. Und zwar heute, ich habe ja schon seit Ewigkeiten kein League of Legends mehr gespielt. Also wirklich seit Ewigkeiten nicht. Und da mir ein netter Kumpel von mir, Gruß an Michi, mal so an der Stelle, da hat er mir gesagt, er würde gerne mal ein League of Legends Gameplay von mir sehen, habe ich mir so gedacht, komm, machen wir doch einfach mal. Und zwar machen wir das heute mal mit der Teamzusammenstellung, die was ja neu draußen ist. Oh, Melfort hat einen neuen hässliches Icon bekommen. Die Und ich habe Flüsse übel werden Bock sich auf rot Vladimir. färben. Deswegen werden wir einfach heute mal Vladimir auf der Top-Lane spielen. Ich erkläre euch, wenn ich den Ton von League of Legends ein bisschen leise gemacht habe, erkläre ich euch ein bisschen zu der Zusammenstellung hier. Und zwar, ihr sucht den Champion aus, die Lane, wo ihr spielen wollt und was für eine Rolle ihr spielt. Und nehmt einfach das Zeug einfach, worauf ihr einfach gerade Bock habt. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ach, das geht hier gar nicht. Ach, schade. Okay, dann müsst ihr irgendwo mein Vladimir und Vladimir. Wer was zu den Runen sehen will oder den was ich mal zeigen soll, haut's einfach unten in die Videobeschreibung rein. Ich kann es euch mal raushauen. Zum aktuellen Stand, ich bin Gold 5 mit 60 Punkten, glaube ich. Ja, viel mehr ist eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe, dass mit dem Sound alles passt. Ihr hört, neues Headset von Sennheiser. Wen das interessiert, kann auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, meine Stimme ist ein bisschen angenehm. Sie müsste ein bisschen anders klingen. Ein bisschen ruhiger, gelassener und etwas tiefer. Aber ich hoffe, dass ich es wenigstens so, also ich merke schon, dass das Headset auf jeden Fall leiser ist. Habe ich schon bei Outer City gemerkt. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich das alles so hinbekomme, weil ich nehme gerade gleichzeitig mit Fraps und mit Outer City auf. Von daher kann ich die Lautstärke noch ziemlich gut hochstellen. Ohne Qualitätsverlust mit Outer City. Und dann denke ich mal, dass ich das auch gut zusammenschneiden kann. So, ich weiß nicht, ob ich die Zeit jetzt überspringen soll. Wir können auch mal in der Zeit gucken, ob es vielleicht irgendeinen neuen Champion für mich gibt, den was ich mir vielleicht kaufen könnte. Viele sind ja nicht mehr übrig. Ja, und gerade ist eben der neue Skin von Rumble rausgekommen. Mal gucken, ob das was ausmacht, dass der jetzt öfters zu sehen sein wird. Wenn ihr Ranked sehen wollt, kann ich auch gerne machen. Kein Problem. Und was für Projekte in nächster Zeit kommen, boah, kann ich noch nicht sagen. Kann ich echt noch nicht sagen. Ich bin zurzeit noch echt ein bisschen im Stress durch Arbeit und alles. Aber das kriegt man schon alles hin. Das ist kein Problem. Xin, Urgot, Pantheon. Pantheon mag ich nicht. Veigar mag ich nicht. Urgot mag ich nicht. Gragas mag ich nicht. Ich mag die Midlane sowieso nicht. Ist doch doof. Ich habe Bock auf Leona. Da ich zurzeit eh so gern Support spiele. Das sind echt nicht mehr viele. Ich habe auch den neuen Champion übrigens noch gar nicht gesehen. Also ich weiß, was er kann und so, aber ich habe ihn im Spiel selbst noch nie gesehen. Kann ich da nicht gucken, was ich alles schon im Besitz habe? Nein. Schade, schade, schade. Und dann können wir uns vielleicht in der kurzen Zeit doch mal kurz die Runen und die Masteries von Vladimir angucken. Also sehen wir meine Runen und Masteries von Vladimir. Ich habe Magiedurchdringung drin, Rüstungsdurchdringung, Magieresistenz, Fähigkeit, Stärke und Rüstung. Viel Rüstung halt für oben Toplane, weil man meistens immer gegen einen ADler spielt. Ich rede von meistens. Magie- und Rüstungsdurchdringung. Deswegen, dass ich, weil ich durch Auto-Hits auf der Lane und durch meine Fähigkeiten immer wieder poke. Magieresistenz natürlich für später. Und ein bisschen Fähigkeitsstärke schadet nie. Okay. Ja, ich bin bereit. Wir können loslegen. Auf und davon. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Game, weil ich muss die Aufnahme jetzt dann hier kurz abbrechen. Bis dann, haut rein. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ich musste kurz was an meinem Mikro umstellen, weil ich gemerkt habe, mein Sound hat sich mal übel beschissen angehört. Aber das soll uns nicht aufhalten, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Oh mein Gott. Kurz zum Team. Eine Soraka. Okay. Eine Soraka als Support, einen Kha'Zix im Jungle, einen Varus als AD Carry, mich auf der Toplane mit Vladimir
Einen Yasuo in der Mitte, was wir auch im gegnerischen Team haben, einen Nocturne im Jungle. Ich oben spiele top gegen einen Dr. Mundo, was mir nicht gefällt. Und ein Azrael AD Carry. Achso, dann wird Mundo Jungle. Hä? Ich kapiere das gerade bei dir nicht. Vielleicht ist Xerath auch Support, Mundo Top und Yasuo Mitte. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Oh, und immer dauert der gegnerische AD Carry immer so dauert der gegnerische AD Carry so ewig. Komm schon, mach hin. Ich will spielen. Und ich will die Aufnahme nicht nochmal abbrechen. Was ich vielleicht demnächst anfange zu Let's Playen, wenn ich es hinkriege mit der Aufnahme, wird dann The Binding of Isaac sein. Auch da stellt sich Fraps ein bisschen an. Deswegen muss ich gucken, mit was ich aufnehme. Vielleicht ja sogar mit Camtasia. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. Was ist das für ein Team, wo Kha'Zix da als Icon drin hat? Kenn ich gar nicht. Okay, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Komm, 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 auf geht's. Go, go, Gadget. Kommt. Put, 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 put. Oh Mann. Also ich habe ein Icon von Team Solo mit, der Yasuo hat ein Icon von Fnatic. Dann haben wir zwei Teddybären. Ich finde den Teemo ja da unten so schwul, den was Mundo hat. So richtig schwul. Ach, der Nocturne lädt auch noch. Oh, schlimm. Oh, die haben eigentlich echt voll das geile Team, Mann. Die können uns später auf jeden Fall richtig weghauen. Und wir haben eine Soraka. Ich mag Sorakas nicht. Die sind immer so nutzlos. Können wir jetzt anfangen? Sind wir alle bereit? Gut, das finde ich schön. Lass es nur So. Da. Da seht ihr mal, im Laufen einkaufen. Ohne Probleme, es können nur die Profis. Ich fange einfach mal mit einem Doran-Schild an. Lebensregeneration und so weiter und so fort. Und ich weiß ja nicht nochmal, was ich auf der Top-Lane als Gegner habe. Ja, du bist absolut flüssig, das finde ich schön von dir. Aber mir kommt das mal gerade ein bisschen laut vor. So ist schöner. So ist das schon viel angenehmer. Gut, keine Smartcasts. Kha'Zix sehe ich echt oft im Jungle, auch damals. Ich habe konstant 60 Frames, das ist schön. Wenn die was sein können, ruhig kommen. Ich brauche Money. Ich finde auch mein Leben schön. Also nicht mein Leben in Real Life, sondern mein Leben hier in LOL. 652 kann sich sehen lassen. Der Mundo müsste so um die 600 haben. Komm, ich warte. Na, ich habe Angst, dass die noch kommen. Ich habe schon oft erlebt, dass es erst heißt um 45 in Waynewear. In Waynewear. Waynewear. Aber nein, die in Wayne nicht. Hätte mich auch gewundert. Wow. Ah, gegen Wunder habe ich es doch gewusst. Und hat erstmal gewartet, dass mir ein Beil ins Gesicht hauen kann. So, dann geht's los hier.
Dann geht's nicht los hier, den ersten lassen. Ist schon vorbei. Verschwind doch dein Beil nicht so. Der will ich bestimmt mit seinem hässlichen Beil treffen. Wie wäre es mit einer Spende? Oh Mann, der hat so viel Life weg. Na, dann konzentriere ich mich mal eher auf meine Last jetzt. Ich meine, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen mehr auf die. Ich meine, also ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf meine La. Erstes Blut. Good job. Es liegt mir im Blut. So, haben ein bisschen runtergepokt. Oh. Bitte, lass es nur raus. Ja, ich stehe halt auch ohne Vasallen da. Ich Vollidiot, ey. Ich bin gespannt, wann der erste Gank kommt. Schöpfen wir aus dem Vollen. Ach komm schon. Ich hoffe, dass er jetzt wenigstens mal ein bisschen pusht. Er hat echt eine Live-Rack, das ist nicht mehr schön. Mein Kelch ist halb leer. Oh! Die Vasallen regen mich auf. Ich bin zu schlecht einfach. Ich habe echt zu lang kein LOL mehr gespielt. Oh, wenn ich schon Stufe 6 wäre. Es liegt mir im Blut. Ein Verbündeter wurde getötet. Also gleich müsste doch eigentlich der erste Gang kommen, oder geht er jetzt echt weg? Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich dem Dr. Mundo so viel Schaden mache. Finde ich aber schön. Vor allem, er war noch nicht Stufe 6, wo er weg war. Das heißt, ich habe jetzt schon mal einen kleinen Vorteil. Muss nur aufpassen, dass keiner ganken kommt. Ach, und wenn. Ich habe Flash. Ich habe mein Ghost noch. Oh, da ist Mundo. Na, ich will noch nicht gehen. Na, ja, der hat sie halt jetzt voll Magie-Ressi reingehauen, ey. Dieser Bastard.
Ich glaube, meine Lasers sind echt beschissen. Köstliche Venen. Mein Kelch ist halb leer. Nein! Hat er Dings. Ah, der hat mich sich mit. Oh Mann, wieso hab ich auch nicht erst geghostet und dann geflasht? Mann. Ich hab echt gedacht, das reicht noch. Dann werden wir halt echt zuerst auf die Sandras Qualen gehen, aber es ist echt schwer, da jetzt gleich drauf zu kommen. Warten wir noch kurz auf Schuhe. Ah, ich hab echt gedacht, wieso habe ich auch mein W so dumm eingesetzt? Naja, ihr wisst, wie das ist. So, da ist auch schon wieder. Ja, der geht voll auf Magiris hier. Das war mir klar. Gut, hätte ich nicht anders gemacht, wenn ich Mundo wäre. Aber es regt mich echt auf, dass der das noch geschafft hat, mich noch rumzukriegen. Hier. Jetzt komm, Fabian, jetzt mal wieder ein bisschen Contenance. Ein Verbündeter wurde getötet. Bitte, lass es. Oh, da hat's gerade an der Tür geklingelt. Ich hoffe mal nicht, dass es für mich ist. Ja, Kha'Zix, ich hab gedacht, du bist schneller, oder? Bitte, lass es nur raus. Ach, das ist auch schön. Ich hätte ihn eh noch bekommen, aber... wieso nicht? Schade, dass ich keine Assist mehr dafür bekomme. So. Tropfen für Tropfen. Jetzt gucken wir mal, ob vielleicht der Red da ist. Schöpfen wir aus dem Vollen. Schade. Der geht immer noch auf Markieren, oder? Oh, jetzt ein bisschen Leben. Wo ist mein Mundo? Ich fühle mich so allein. Ein Verbündeter wurde getötet. Wundervoll. Ein Team hat einen Turm zerstört.
Oh, leck mich doch. Bitte, lass es nur raus. Diese Kack-Ulti, ey. Ich lieb's auch nur, wenn ich Mundo selbst spiele. Hätte ich gewusst, dass ich gegen Mundo oben spiele, dann hätte ich mir Ghost oder Flash und Ignite mitgenommen, Mann. Aber nein, Fabian. Das kann man ja nicht wissen, dass man gegen Mundo spielt. Okay, kann man auch nicht, trotzdem. Haben wir getroffen. Oh, da ist ein Yasuo. Und der hat, glaub ich, schon Schuhe. Oh, ich könnte hier eigentlich mal warten. Ach komm schon, Mundo. Oh, schade. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich nicht zu dem hingehen soll. Flash und alles mögliche. Aber ich war mir zu unsicher. In der Hauptsache, der Farm passt. Solange ich meinen Farm bekomme, ist es auch in Ordnung. Nein, ich hab... Ich sollte nicht nie wieder von Farm reden. Ich verkack's dann nur jedes Mal. Das überlebe ich, das überlebe ich, das überlebe ich, das überlebe ich, das überlebe ich. Puh. Nee, das ist ein Ball. Ich hab's mir gerade überlegt, aber nee. Da wirft mein Ball ins Gesicht und dann war's das. Das finde ich dann doch nicht so schön. So. Was holen wir uns? Könnten uns, ja, komm, hauen wir den seine Magieresistenz einfach um. Wie viel Farm hat denn der eigentlich? Ah ja, 30 Farm mehr. Das ist viel Geld. Auf jeden Fall. Aber nur 1 zu 1, Mann. Ich brauch mehr Kills. Schöpfen wir aus dem Vollen. Go, 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 Vladimir. Bist mir zu langsam. Vladimir ist immer so der Chiller. Chillt immer so ein bisschen. Ich finde, voll viele sagen, das sieht schwul aus, aber ich finde, der hat eigentlich voll Style. Wieso ist jetzt Kha'Zix nach oben gekommen? Hier ist noch nicht mal was los. Oh, der hat seine Geistersicht fertig. Oh ja, ich mach noch genug Schaden. Hallo, du bist ein Mundo und frisst trotzdem noch so viel Schaden. Krass. Gut, die Ulti ist schon mal weg. Sowieso nicht, wieso das so aggressiv spielt. Ich glaube, du unterschätzt es ein bisschen, Vladimir. Wundervoll. Ein bisschen weiter poken. Du triffst mich so schnell nicht mit deinem Beil.
Oh, Soraka hat geheilt. Irgendwo geteamfight ab. Ich weiß nicht, ich finde Soraka einfach irgendwie voll nutzlos. Besser gesagt, ich habe einfach noch nie eine gute Soraka gesehen. Ich glaube, es liegt einfach nur daran. Ich finde einfach, da bringt so eine Nami und eine Lulu einfach tausendmal mehr. Das müsste ich gar nicht bekommen. Ich hoffe nur, dass er jetzt schon wieder seine hässliche Ulti hat, ey. Der regeneriert sich so schnell. Das ist voll nicht normal. So gehört sich's nämlich und nicht anders. Man darf sich niemals als Mundo denken, ich habe jetzt meine Ulti und ich bin sicher. Aber man sieht, ich habe einfach mehr Schaden gemacht. Oh, mein Farm, so schön. So schöner Farm. Und schon wieder 2000 Geld. Mich hält aber hier oben auch irgendwie keiner auf. Ganken aber mir sowieso noch keiner. Oh oh. Oh oh. Nein! Komm, K6, nimm dir die zwei. Oh. Die fighten sich noch ein bisschen. Wartet bitte auf mich. Ja, K6 geht schon mächtig ab. Ich will's an 14 zu 3. Oh, die haben aufgegeben. Dann bedanke ich mich für das Match. War auf jeden Fall geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.